Waren schon komische Tage jetzt in der letzten Zeit. Irgendwie, man hat gemerkt, wir alle spielen weiter. Du hast das Gefühl, die Saison müsste eigentlich noch einen Monat gehen. Du weißt gar nicht so richtig, wohin mit dir, was du machen sollst. Es war so die ganze Zeit in der Luft, okay, jetzt sind die Playoffs, jetzt müssen wir uns wieder finden, wieder angreifen. Wir hatten gerade zum Ende der Saison eine Phase, wo wir zwar die Spiele alle gewonnen haben, bis auf das Bonn-Spiel, aber trotzdem nicht irgendwie so unseren Rhythmus hatten, den wir normalerweise haben und den wir eigentlich haben wollten. Diese vielen Euroleague-Saisons in Folge, das schlaucht natürlich. Und ich glaube, man hat gemerkt, dass hinten raus so ein bisschen die Energie ausgegangen ist. Und ja, es ist schade, dass wir dann nicht die erste Runde überstehen konnten. Gegen natürlich auch ein sehr heißes Team wie Ulm, die ja jetzt auch wirklich sehr gute Playoffs spielen. We had a lot of physical problems during this year, especially with the players that played the Eurobasket. They had difficulties to arrive to the best level during all the year. Ja, und dann haben wir gespielt und waren natürlich dann direkt ein bisschen, ja, sind überrascht worden. Und haben uns dann, glaube ich, nochmal sehr aufgerafft. Ich glaube, dass man das erste Spiel wenig mit den anderen Spielen vergleichen kann. Ulm hat extrem, extrem performt. Ich würde nicht sagen überperformt, weil sie jetzt gerade zeigen, wie gut sie sind und wie gut sie spielen können. Haben vielleicht eher am Anfang der Saison ein bisschen underperformt. Und wir hatten, ja, waren so einem kleinen Formtief. Und das haben wir mit sehr viel Kampf und Willen versucht auszugleichen. Aber wir haben es nicht geschafft, da rauszukommen. Wir haben während Corona gemerkt, dass das Ganze hier eigentlich recht wenig Sinn macht ohne Fans und dass es ja darauf ankommt, dass Leute da sind, die auch Energie von außen einfach bringen. Und das hat uns sehr geholfen. Das hat uns, ja, das freut einen als Sportler, wenn da von außen so viel kommt. Ja, es ist unglaublich, wie positiv alles in dieser Stadt hier und in dem Verein ist, was die Fans anbelangt. Also, wir werden unterstützt, egal ob wir gewinnen oder verlieren. Und das hat uns in den letzten Jahren auch so erfolgreich gemacht. Ja, wie die Fans im ersten Spiel in den Playoffs, bis zum Ende gehüpft sind und uns angefeuert haben, obwohl wir irgendwie die höchste Niederlage der Saison kassiert haben. Ja, da wollte ich am liebsten eigentlich noch 2 Stunden draußen sein und mich dafür bedanken. Was war für dich der Moment der Saison? Diese Fragen, also man hat, weiß gar nicht, wieder 75 Spiele gehabt. Gefühlt war in jedem zweiten Spiel irgendwie ein Höhepunkt. Also von daher kann ich dir gar nicht sagen, was jetzt mein persönliches Favorite war. Aber ich würde sagen, Sieg in Belgrad, da kann ich mich jetzt das erste, was in meinen Kopf kommt, ein roter Stern, einfach mit der Atmosphäre. Das war ein cooler Moment. Aber sonst einfach wirklich das Day-to-Day mit den Jungs, ist einfach, macht so viel Spaß und das ist eigentlich jeder Tag da fast ein Highlight. I will keep for myself a moment when we were losing so many games in a row in EuroLeague, and we did a meeting with all the players, and you can feel how good teammates are them among them, the nice things that they say among them, and how we solve the situation. Because at the end in EuroLeague, we did a normal EuroLeague for Alba. I think their record was 12 and we finished with 11. Ja, ich glaube, dass wir am Anfang ein bisschen zu hohe Erwartungen an uns hatten, nachdem wir da so gut in die EuroLeague gestartet sind, und dann haben wir diese 12 Niederlagen in Folge gehabt. Und ich glaube schon, dass das großen Einfluss auf uns hatte und darauf, wie wir ja als Team auch zusammengespielt haben. Da hatten wir ein bisschen, ja, Selbstvertrauen verloren ineinander, in das, was wir machen. Und das wiederzubekommen war sehr schwierig. Das haben wir ganz gut gemacht, vor allem in der Bundesliga. Man muss ja sagen, sie sind ja auch ein bisschen erfolgsverwöhnt durch die letzten Jahre. Und jetzt zu sehen, dass trotzdem so viele Fans kommen, auch wenn es mal, ich sag mal, ein Jahr nicht so läuft. Also wir haben ja trotzdem, ja, war ja trotzdem keine schlechte Saison, aber einfach ein unglückliches Ende. This is Alba, this is our values. I think we built something special here in Alba. And you can feel in the season where we didn't arrive where we want to arrive, and the people are with us, no? The people are not only looking the results, are looking the process, are looking the values that we are transmitting to the young people, to the society, and this is what we have to believe and to keep going, because at the end the results, I'm sure that they will come back.